Und hallo und willkommen zurück zu Don't Starve. Ich bin leider gestorben letztes Mal. Da hilft nur eins. Nochmal von vorne. Aber diesmal würde ich sagen, nehme ich einen anderen Charakter. Was haben wir denn noch hier? Den starken Mann. Und Wendy habe ich freigestellt. Ich glaube, ich nehme Wendy mal, ne? Abigail. Wer ist Abigail? Twin Sister. Okay. Komm, wir nehmen mal Abigail. Ja, bitte. Auf geht's. Mal schauen, was Abigail drauf hat. Sie hat allerdings kein Feuerzeug, was nicht schade ist, muss ich zugeben. Das heißt, ich muss mir da schon ein bisschen was einfallen lassen. Sie hat eine Schwester, okay. Werde ich jetzt von ihr verfolgen in der Zeit? Ich glaube nicht. Das wäre ein bisschen uncool. Und warum? Warum liege ich hier? Was ist hier los? Ja, muss man was zu essen suchen, ne? Es geht leider immer nur ums Essen. Essen, komm, wir müssen bei Blumen. Tja. Erstmal muss ich auch Werkzeug finden, ne? Werkzeug ist auch nicht schlecht. Und ich muss rausfinden, wo ich hier überhaupt bin. Warum ich hier bin. Was tue ich hier eigentlich? Da ist noch mehr Gras. Was brauche ich eigentlich als erstes? Ich glaube, Flint brauche ich noch da oben, ne? Gebe ich gleich mal Essen. Ja, Essen wäre doch schon wichtig. Da oben sehe ich schon mal Büsche, das ist schon mal gut. Ein Schwein ist hier auch schon mal. Das ist doch schon mal gar nicht so verkehrt. Ein Feuer wäre nicht schlecht dann gleich, ne? Wobei Tag 1, wir haben noch ein bisschen Zeit. Da ist wieder ein Ritualstein oder so, glaube ich, ne? Werde ich gleich mal aktivieren. So viel weiß ich schon mal. Sehr gut. Wobei, wenn ich jetzt auch so muffen würde, wenn ich da wieder aufstehe. Ich weiß ja nicht. So, Möhren habe ich schon mal, das ist schon mal ganz gut. Das ist eine Biene, okay. So, Tag 1. Hier sind auf jeden Fall ein paar Dudes rennen hier rum. Eine Axt wäre ganz schön. Spitzhacke wäre noch ganz gut. Ein Feuer brauche ich noch. Dazu brauche ich Holz. Kriegen wir hin. Hoffentlich. Der Tag ist ja hoffentlich noch ein bisschen länger. Das ist jetzt mal alles egal. Bären sind noch ganz gut. Die Bären waren eigentlich das Beste bisher, muss ich zugeben. Ne? So. Dann choppy mal. Choppy, choppy. Ich muss noch einen guten Platz finden. Der eine Platz war eigentlich nicht schlecht, muss ich zugeben. Da konnte ich zumindest schon mal Sachen anpflanzen, aber ohne Kacke geht das auch nicht so gut, muss ich zugeben. Hier ist noch ein Bäumchen. Essen ist bisher noch gut, aber am Anfang ist sowieso nicht ganz so schlimm. Was könnte ich denn noch machen? So, ja, Holz ist eigentlich erstmal wichtig, ne? Steine brauche ich auch noch. Weil ein festes Feuer ist doch um einiges besser als ein kleines, nur mobiles. Ich glaube, euch beide nehme ich noch mit, dann habe ich erstmal genug Holz. Ja, überleben wäre schon nicht schlecht, ne? Langsam dämmerig, das ist nicht so toll. Steine brauche ich halt, ne? Steine ist aber unbedingt schlecht. Muss ich mal schauen. So. Gebe er mir noch ein wenig Holz. War hier noch was nicht, natürlich, ne? Würde dir interessieren, ob die Bullen hier irgendwo noch sind. Oder ob es die hier überhaupt irgendwo gibt. So, da habe ich mal ein bisschen was drin. Okay. Gar nicht mal so übel. Stein gibt's doch. Da ist noch Stein. Okay, her damit. Reicht das? Ne, ich brauche ja noch mehr davon. So. Wie viele Steine habe ich denn? 6, ich brauche glaube ich 8, ne? 8 Steine, ja.
Noch ist es nicht ganz so schlimm. Solange ich nicht von irgendwas verfolgt werde, ist alles gut. So, jetzt kann ich aber... Kann ich auf der Karte schon was erkennen? Nein. Nichts Besonderes, okay. Dann werde ich die Axt einfach mal kaputt machen hier. Beziehungsweise Spitzhacke. Hält die noch ein bisschen? 27% ist jetzt auch nicht mehr so viel. Aber Stein brauche ich eh eine Menge. Gras brauche ich auch noch eine Menge. Flint noch, so. Ich würde gerne ein festes Feuer bauen, aber ich weiß ja nicht wo. Ich glaube, das macht keinen Sinn, ein festes Feuer zu bauen, oder? Zumindest nicht, wenn man einen sicheren Ort hat. Gold muss ich auch nochmal finden. Kann ich noch mehr sammeln? Ja, kann ich noch. Okay, wie kann ich denn davon stecken eigentlich? Weiß ich gar nicht. Langer Arbeitstag bei mir hier. Mann, Mann, Mann. So. Okay. Dann hätte ich das schon mal. Da noch ein bisschen Gras. Hier sind, glaube ich, Kanickel, ne? Und über Löcher. Könnte sein. Jetzt ist es richtig dunkel. Nicht hier. Hier ist was Grünes. Aber kein Wanderweg, ne? Nee. Keine Straße zu sehen. Das ist, gute Frage. Ich weiß auch noch nicht genau, was der Sinn der ganzen Geschichte ist hier. Oh, es ist zu überleben. So, jetzt wird es aber richtig dunkel. Ich hätte gerne ein Feuer da. Ups. Okay, dann nehme ich doppelt Feuer, geht auch. Komm, die Axt kann ich noch ein bisschen nutzen hier. Schaffe ich mir gleich noch ein bisschen Holz, was ich hier verfeuer. Hier bleibe ich ja sowieso nicht. Und dann muss ich noch mal gucken, was ich noch... Oh. Neue Axt hätte ich gern, danke. Chop, chop, chop. 100 Schläge habe ich dafür nur, okay. Mal schauen, so. Noch ist hell genug. Diese Geräusche im Dunkeln hier, ne? Ich sehe auch gar nicht, was hier drumherum ist, okay. Absolute Dunkelheit. Tja, ein Lagerplatz wäre noch ganz toll. Aber ich brauche sowas wie eine Kiste. Das wäre noch nicht schlecht. Ich weiß nur nicht genau, was man dafür alles braucht. Und ob die Dunkelheit mich verschlingt hier. Das wäre natürlich nicht so toll. Komm, dich kann ich dann noch reinfeuern. So, das muss erstmal eine Weile halten. Nicht wahr, Wendy? Jetzt stehen wir hier. Boah, das ist auch ein bisschen unheimlich. Du hast halt gar keine Pupillen oder was, ne? Nichts. Stimmt, ich muss mal gucken, kann ich hier noch survivalmäßig irgendwas anziehen? Das kann ich anziehen. Niedlich. Warum was? Ne, noch mehr geht nicht, ne? Was brauche ich hierfür nochmal? Ein Gold. Ein Gold brauche ich noch. Ein paar Fallen kann ich bauen. Mal schauen. Okay. Ich bin hier. Ich gehe mal da lang, würde ich sagen. Mich interessieren gerne, was... Wie das Essen zu tun hat. Achso, ich könnte Essen noch kochen. Das wäre noch eine Idee. Warte mal. Hier, koch mal. Dann habe ich noch gesehen, 2 Stück. Bin wieder fit? Nee, noch nicht ganz. Dann koch das auch nochmal. Ich hieß, dass man einen vollen Magen hat. Das wäre ganz, ganz wichtig. Die bringen richtig was eigentlich, die Bären, wenn die, wenn die gut durchgekocht sind. So. Dann gucke ich mal hier nochmal nach. Hier war jetzt auch nichts Besonderes. Nee. Da sind noch Bären. Tja, wo bin ich jetzt hier? Jetzt bin ich da hoch.
Da war der Runenstein. Tja, ich hätte gern gewusst, wo es die Bullen gibt hier. Aber den darf man sich ja auch nicht holen, weil das Nern, die hauen eine auch auf die Mütze. Zumindest war das letztes Mal so. Im Dunkeln ist gewunkeln. Tag 2. Ich bin nass. Das ist auch nicht so pralle. Und ich bin auch noch alleine. Das ist auch nicht besser. Tja. Hier sind noch Fische. Das ist ganz gut eigentlich, um das zu geben. Jetzt hier die Ausstattung gerade. Ich will aber nicht so viel einsammeln, weil sonst gammelt mir das noch alles weg. Das wäre doch auch blöde. Ich weiß gar nicht, wie lange die Büsche brauchen, bis die wieder was tragen. So. Früchte. Kann die wieder Früchte tragen. Deutsche Sprache, schwierige Sprache, oder wie war das, ne? So, Tag 2. In der Ödnis, oder was auch immer das hier sein mag. Und ich habe keinen Plan von eigentlich. Oh, hier ist ein Wurmloch. Ich bin ja. Wo komme ich jetzt aus? Oh, da kann ich angeln. Das ist gar nicht mal so blöde. Wölfe gibt es hier noch. Da sind Bienen, da muss ich aufpassen bestimmt. Okay, aber hier gibt es jetzt gar nichts, ne? Das ist blöd. Also hier gibt es Angelzubehör, hätte ich jetzt gerade gesagt, Angelbereich. Okay. Kann ich den ganzen Weg zum Wurm noch zurücklaufen? Ernsthaft? Die sind ja ganz schön lieb. Sieht so aus, ja. Das ist alles Angelbereich hier. Ich brauche mal noch ein bisschen was anderes. Hier sind Gehwege, gut, sehr gut. Dann komme ich nicht weiter, toll. Was ist das hier? Was bringt das? Ach, Chester, du bist das. Guck dich an. Kommst du mit, Chester? Ja, du kommst mit, ne? Coole Sache. Jetzt habe ich Chester dabei. Krass. Wo laufe ich denn mit Chester mal hin? Gute Frage. Irgendwo hin, würde ich sagen, wa? Oink, oink, oink. Tja. Wo bin ich denn jetzt hier? Auf der gleichen Höhe wie der das Wurmloch-Dingen. Was? Das Boot sieht aber nicht mehr so gut aus. Da sind Sachen, die rumschwimmen. Kann man die einsammeln? Was geht hier ab? Ich habe keine Ahnung. Ich sehe auch gerade nichts. Ich gehe mal nach unten. Chester, ich habe auch keine Ahnung, was du bist. Du bist irgendwie... Weiß ich nicht. Du siehst flauschig aus. Du hast eine Zunge, die einfach nur rauskommt mit Hörnern und irgendwelchen... Oh, das war einfach Gummifüßen. Du hast das fallen gelassen. Aber das brauche ich alles noch nicht. Das gibt mir ja nichts, wenn ich hier keinen Stützpunkt finde. Das Gute ist, ich habe schon mal eine laufende Kiste. Jetzt wird über das Licht ausgemacht. Licht aus. Sperrstunde. So. Was war das für ein Geräusch? Hier, keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Ich würde sagen, ich laufe einfach mal mehr lang hier oder was auch immer das ist. Eigentlich eine Insel, wa? Ich laufe hier einfach erstmal lang und dann gucken wir mal, wie es weitergeht. Vor allem weiß ich dann schon mal, wo ich nicht mehr langlaufen muss. Das ist ja auch ein bisschen nützlich dann. Da war ein Gurgelrubbel. Den würde ich auch gerne mal platt machen, nicht zugeben. Aber die sind zu schnell.
Hier ist wieder eine Angelecke, okay. Und hier geht's nach unten? Jo. War ich hier schon? Doch, hier war ich schon, aber auf der Seite noch nicht, okay. Dann gucke ich hier mal weiter. So. Nein, das will ich noch gar nicht. Jetzt wird's dunkel. Okay, dann muss ich doch was bauen. Ne. Alles klar. Zack, zack, zack. Chest hat sich auch hingelegt. Sehr gut. Dann gucke ich erstmal noch rüber. Erstmal frische gekochte Beeren. Fehlt nur noch ein bisschen Wild. So. Kann ich gleich jetzt mal was futtern. Mitternachtssnack sozusagen. Und echt eine Menge. Oh, bin ich hier voll hier. Sehr gut. Sehr gut. Aber der Anfang ist ja sowieso immer einfach. Muss zu sehen, dass ich über Tag 13 hinauskomme. Das wäre ja schon mal ein Highlight hier. Tag 13. Wobei ich war schon mal, ich glaube, auf Tag, nee, Tag 16 glaube ich noch nicht. Aber es muss irgendwie machbar sein. Irgendwie kriege ich das hin. Ich muss doch irgendwas nicht berücksichtigen oder nicht geguckt haben. Das müsste doch eigentlich haltbarer werden, wenn ich das mache, oder? Nicht? Doch, ich glaube schon. Irgendwie schon. Oink, oink, oink. Ist allerdings auch ein bisschen, naja, nicht gerade lecker, würde ich sagen, Chester, ne? Wenn du hier was, wenn ich dir was gebe, was du runterschluckst und dann da ausspuckst, ist, weiß ich nicht. Aber schauen wir mal. Mal sehen, wie es weitergeht, aber ich würde sagen, in der nächsten Episode geht es weiter. Macht's gut, Leute, bis dahin. Ciao.